Bitte schön. Welche Frau möchte nicht auf Händen getragen werden? Ich, zartes Persönchen, brauche gleich zwei dazu. Meine Damen, Ihr Gatte hatte eine Ausrede, als er Sie über die Schwelle tragen sollte oder vielleicht einen kleinen Bandscheibenvorfall. Dann war er wahrscheinlich nicht der Richtige. Denn richtig anpacken, behaupten wir heute, können nur die Leute, die Männer vom Land. Einer davon ist der Bernhard. Bernhard. Also vielen Dank, dass ihr es geschafft habt. Ja, ja. Augenschein, der ist so dünn und hat doch so viel Kraft. Du bist ein Landbursch, ein echter Landbursche, aber auch eine Städterin wäre für dich okay. Ja sicher, ich glaube mal für die Liebe, da hat man alles dann. Ja, darfst du dann auch zum Beispiel nach New York ziehen? Na, also in eine richtige Stadt? Ja, na sicher, wieso denn nicht? Ja, also wenn das Dirndl natürlich dazu passt, auf jeden Fall. Ja. Ich darf natürlich das Dirndl probieren, zum Überrennen, dass es mir aufs Land zieht. Okay, aber gut. Also warum nicht in die Stadt? Stadtluft schnuppern und dann zurück aufs Land. Eher schon, ja. Du tust die Damen, ich lese hier runter, an Todeln. Na, wer hat das bitte gesagt? Wurde mir so gesagt, ich habe so meine Zuflüsterer. Ach so, ja, normal sage ich das aber nicht. Weißt du, ich bin normal nicht so, dass ich so wie jetzt an Dirndl sage, Servus, hallo, ich bin der Bernhard, darf ich jetzt ein bisschen antodeln? Ja, das weißt macht das? Was ist das überhaupt? Das kommt dann nicht so richtig. Antodeln. Antodeln, naja, antodeln sagen wir in der Steiermark dazu, das ist... Miss Mädel, sagen wir so. Was? Dezent anlegen, sagen wir so. Anlügen. Aber nur dezent, wirklich, gerade da im Flirtfaktor zum Halten. Hast du einen Grund zum Lügen? Nein, Grund zum Lügen, um Gottes Willen, bitte. Also, das heißt, du umschmeichelst die Frauen. So ein genau, bisschen, so. Ein bisschen braucht man. Ma, hast du schöne Augen. Zum und Beispiel. Ski zum Beispiel oder so, ja? Ja, wenn man bitte die Stimme meistens, sieht die wirklich schöne Augen. Ja. Mein anderes Dirndl darf ich gar nicht auch rein. Du bist überhaupt einer. deine Traumfrau schaut mitunter wie aus? Komplett egal. Das kann ich dir gar nicht sagen. Mhm. Ob dick, ob dünn, ob braun, ob blond. Komplett egal. Passen muss, funken muss. 100 Kilo? Anhupfen muss mich. Wieso nicht? Na, da habe ich noch ein Glück gehabt. Ja. Ist sie gerade noch ausgegangen. Nein, bitte. Du, Bernhard, was hast denn du gelernt anzupacken? Wo ich gelernt habe anzupacken? Mhm. Ja, daheim. Ich bin zwar nur in einem Einfamilienhaus unter Anführungszeichen aufgewachsen, ja. Aber habe natürlich daheim immer mitarbeiten müssen. Was habt ihr zu Hause? Ein ganz normales Haus. Eine kleine Wirtschaft also, im Prinzip nicht, aber Rosenmann, solche Sachen, ganz normale Sachen, was man als Unterhalt so tut bei einem ganz normalen Haus. Was und Städte wo vielleicht hast nicht du gelernt, so Frauen mitunter wie mich zu backen? Also ist das... Ich glaube, das kann man nicht direkt irgendwo lernen, das kann man sich nur selber erarbeiten. Aber ihr seid so lustig angezogen, wer setzen ihr? Wieso lustig angezogen? Wir sind die Mortanscher Plattler. Die Mortanscher Plattler, was ist Mortansch? Mortansch ist unsere Heimatgemeinde, okay. Das ist die Klausopfer Weiz in der Steiermark. Mhm. Wir sind eine Schurchplattler-Gruppe, ja. Gibt es schon seit 1991, ja. Und? Und ihr werdet uns am Ende was zeigen? Wenn wir dürfen, auf jeden Fall, ja. Ja, welchen Tanz? Im Watschenblattler. Im Watschen? Blattler. Im Watschenblattler. Im Watschentanz. Dass du verstehst. Ich habe es verstanden, ich komme auch vom Laut. Dankeschön euch beiden. Bernhard und Thomas, Dankeschön. Lydia ist weder ein Mann, noch lebt sie am Land, aber sie hat früh gelernt, mit anzupacken, hieß die Lydia. Lydia! Hallo! Du kennst das Landleben. Oh ja, ich kenne das Landleben sehr gut. Ich bin selbst am Land aufgewachsen, bis zu meinem 15. Lebensjahr. Und dann habe ich rechtzeitig die Kurve bekommen und bin abgehauen nach Wien, ganz allein. Ganz allein? Wieso, was war denn so schlimm am Land? Ich würde sagen, in jüngeren Jahren sieht man die Welt mit anderen Augen. Wenn man so temperamentvoll gestrickt ist wie ich, und ich denke, das Temperamentvolle kommt eher aus der karibischen Seite. Meine Mutter kommt von Trinidad, Tobago. Und ich nehme mal an, es lässt sich kaum vermeiden, dass dieses Blut durch meine Adern fließt. Und wenn man hört an meinen Akzent, dass ich Kärntnerisch spreche. Und aufgrund dessen bin ich in einer Gegend aufgewachsen, wo es sehr wenig Alternativen gab. Zu meiner Zeit gab es auch sehr wenig, um es einmal so zu sagen, rehbraune Gestalten. Sprich, ich war ein Individuum, das ein bisschen alientechnische Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat. Wo war das in Kärnten? Himmel, Arsch, oh, das darf man nicht sagen, das ist,
Himmel noch einmal, das war in einer, also geboren bin ich in Villach, aber auswärts aufgewachsen. Die Einwohnerzahl hat sich belaufen, das könnte man fast an einer Hand abzählen. Und das war äußerst, es war sehr spannend. Ich sehe das jetzt eigentlich nur noch als Kontrastprogramm. Es hat, man sagt immer, die Vergangenheit macht uns zu dem, der du heute bist. Ja. Und es war sehr freudvoll zu sehen, dass es mich abgehärtet hat. Aber Härte hat etwas mit Kraft und Anspannung zu tun. Das passt nicht zu mir. Ich war viel zu bunter Paradiesvogel, um mich eingliedern zu können. War es dir zu eng, dieses Korsett? Oh Gott, ich habe immer das Gefühl gehabt, schon seit klein auf, ich möchte meine Flügel ausbreiten und einfach mehr. Ein bisschen mehr vom Leben sehen. Ich war so kontaktfreudig. Ich habe Menschen immer schon unglaublich geliebt, ja. Und ich denke, es kennt man oft schon aus Schulzeiten. Kinder sind sehr direkt. Die können sehr, sehr direkt draus sagen, was sie eins an Glaubensmustern von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten eingetrichtert bekommen. Selbst in Wien als Brillenträger oder wenn du der Dicker bist, ja, können Kinder sehr hart sein. Ja. Ich habe nicht ins Schema, ins Typische reingepasst, weil ich doch etwas dunkelhäutiger war. Mein Gott, Ausdrücke wie Neger sind bei mir innen, die sind da wieder rausgegangen, weil ich ja mir zu helfen gewusst habe. Ich war damals vielleicht eher, ich habe nicht meine weibliche Seite ausgelebt, sondern ich war eher ein Buschekose-Type. Mhm. Also man wusste, womit man zu rechnen hat, wenn man mir auf die Zehen getreten ist. Doch für mich war es immer irgendwo, ich wusste ganz genau, ich habe das Land geliebt. Ja. Die Natur war für mich ein Traum. Ich habe die Tiere, die Kühe, mich in den Wald zurückzuziehen. Doch alles, was ein Muss war, war ein totales ein Widerspruch an sich. Du musst dies, du musst jenes, diese strenge christliche Erziehung. Du kannst richtig anpacken. Na sicher kann ich anpacken, das habe ich von klein auf gelernt. Weil wenn du nicht anpacken kannst am Land, dann bist du unten durch. Nur es gibt eben, ich habe das Glück, dass ich eine ziemlich taffe Frau bin, temperamentvoll und ich weiß ganz genau, wo meine Grenzen sind. Es gibt aber sehr viele Menschen, die eher ruhiger, zart und liebig gestrickt sind und für die ist es ein hartes Los, wenn sie dort mitmachen müssen. Die zerbrechen innerlich und diese leisen Stimmen können innerlich wirklich schwer darunter leiden. Kannst du mir da Beispiele nennen? Geht es da so um quasi, was die Leute reden, man soll sich zurückhalten, alles im Geheimen? Ich hab sehr viele unterschiedliche in meinem Bekanntenkreis, die daran fast zerbrochen sind, dass sie jetzt nicht unbedingt psychosomatisch so sehr darunter gelitten haben, weil sie einfach nicht einmal über ihren eigenen Schatten springen konnten, weil ich hab einfach gesagt, stopp. Ich mache einfach eine Kehrtwende. Ich gehe einfach weg, weil ich weiß, ich möchte gern mehr. Meine Alternativen und Möglichkeiten, Optionen, finde ich in einer Großstadt, weil ich habe. Aber man sagt doch immer, am Land, da ist es alles so, wie soll ich, die Menschen halten zusammen. Da gibt es am Sonntag die Heilige Messe, dann gibt es den Musikanten, also ja, diese ganzen Vereine, ja, Blasmusikkapellen, Theatervereine. Halleluja, Amen. Praise the Lord. Und darf ich dir was sagen, das Schöne ist, ich durfte meine Spiritualität und den Glauben an Gott erst später wiederfinden, aber kaum, weil ich eben so streng und christlich erzogen wurde. Und als Frau ist es wirklich definitiv ein großer Unterschied gewesen, wurde ich auch anders wahrgenommen. Nur ich bin sehr dankbar für diese Art und Weise, wie ich eben den Glauben nahegebracht wurde. Da kam ich in Wien, habe ich gesagt, jetzt gehe ich auf meine eigene Suche. Ja? Ich habe Kirchensafari gemacht, weil ich mir gedacht habe, das geht so stocksteif, ich muss einer Person, einem Pfarrer zuhören, wie er mir was eintrichtert. Oh, deine Sünden, du wirst bestraft, meine Liebe. Und ich bin dort gesessen, als 7-8-Jähriger, ich habe noch gar nichts getan. Himmel noch einmal, was habe ich denn verbrochen? Und dann habe ich jedes Mal gewünscht, weißt du was, Bester, im liebsten wird jeder draußen stehen. Die jetzt am liebsten lebendiger gestalten und die Herrschaften, die dann alle ausspazieren bei der Kirchentür, das sind die Luder, die dann nachher heimgehen und die Kinder schlagen. So habe ich mir das nicht unbedingt vorgestellt. Es wird vieles totgeschwiegen dort. Und diese Damen und Herrschaften, die was dann manchmal gerne etwas, die was ihren Weg des Herzens gehen wollten, die vielleicht künstlerischer veranlagt waren, haben gar nicht diese Chancen gehabt, aus diesem Familienkreis auszubrechen. Die mussten dann eben eventuell einen Bauern heiraten, obwohl ich sage, mein Gott, ich habe so süße Bauern kennengelernt, die sowas von lieb und weltoffen waren, doch die haben eben aus ihren Familienimperium nicht aussteigen jetzt können. Jetzt wirst du auch gleich ein Leben kennenlernen, einen echten Bauern, fünffachen. Aber her damit mit ihr. Ja, sicher. Gleich zu meinem Platz, aber zu mir mit ihr auf den freien Der Hansenhaus. Liebe Ferdinand, alles andere als ein Landei. Herzlich willkommen. Das ist der Horn, das ist der Horn, mit da nur Ton, ich der Horn, im Lob die Musi und den Käse schmoren. Ich möchte gleich sagen, bevor wir anfangen,
Komm mal zu mir nach Losenstein, dann lernst du einen Ort kennen, wo du vielleicht deine schwierige Kindheit wieder anders kennenlernst. Wie kann ich Frieden schließen mit der äußerlichen Kultur, wenn ich ständig in mir Wut und Zorn habe, weil vielleicht die Kindheit nicht hingeklappt hat? Ich sage ja, ich liebe das Land, ich liebe die Leute am Land, nur ich habe mich für die Stadt entschieden, weil es mir mehrere Optionen bietet. Aber hast du jetzt einen Partner, der richtig anpacken kann? Weil die Leute am Land, die werden es jetzt gleich von Ferdinand hören, die können anpacken. Wir haben es ja beim Bernhard und beim Thomas gesehen. Ah, die zwei Zuckerbuben, die haben wir schon vorhin gesehen, die schauen ja zuckersüß aus. Ich meine, das ist eine Freude, ja. Die gehören normalerweise fotografiert, auf Facebook gestellt, da gibt es gleich mal ein paar hundert Klicks. Schon allein, die brauchen gar nichts reden, die schauen dir was, ja. Ja, am Land gibt es schöne Leute, es gibt liebe Leute, die gibt es überall, ja. Es ist eine Perspektive von uns. Nur wenn ich sage, es gibt nur am Land Leute, die anpacken, das wird dir anerzogen, dass du lernst anzupacken und wirklich hilfst. Das ist vollkommen logisch. Wie schaut das bei dir aus, das Anpacken? Ja, das Anpacken fängt natürlich, ich als Bauer, ich muss täglich anpacken, weil sonst die ganze Arbeit nicht. Ja, das ist vollkommen klar. Das ist immer klar, meine Tiere, die können sich nicht von selber füttern, die muss ich füttern. Was bist du für ein Bauer? Was hast du? Also ich züchte Murbodenrinder, also rund 25, 30 Stück. Kannst du das bitte übersetzen? Was hast du jetzt gerade gesagt? Die Rasse Murbodner, das ist eine Rasse, die ist nicht lila, sondern semmelgelb. Aber lieb, dass du übersetzen tust, ein bisschen dolmetschen musst schon. Ja, du hast einen herzigen Akzent, aber weißt du, es gibt ein paar Leute, die zuschauen und das vielleicht auch nicht wissen. Das ist schon wichtig, ja. Na, Murbodner, ja. Also, ja, Murbodner. Hast du das gewusst? Naja, ich hab's gelesen. Also. Hab ich die auch erwischt, gell? Bei Rindern kenne ich mich ein bisschen aus. Ja. Von mir ist das Kärnten Blanfee, in der Steiermark gibt es Murbodner. Ja, aber ich bin von Kärnten lang genug weg, weißt du. Und da, das, weiß da, ja. Was heißt ja. Das Wort? Weiß ich nicht. Bei uns hat es ganz anders geheißen. Wie denn? Das sage ich dann nachher, was die draußen im Backstage-Bereich. Also, wie schaut dein Tag aus? Also, mein Tag schaut so aus: Ich bin ein Nebenerwerbslandwirt, muss ich dazu sagen, weil meine Größe das einfach nicht hergibt. Fange halt um 5:30 mit der Arbeit an, stehe auf, gehe in den Stall, ausmisten. So spät stehst du erst auf? 5:30, ja, was geht's aus? Und dann einer duschen, frühstücken. Und dann muss ich dazu sagen: Dann gehe ich meinen zweiten Beruf an. Bin nämlich nebenbei noch Beamter, Standesbeamter. Na süß! Und hab das Glück, dass ich im Ort arbeite, meine Tätigkeit im Ort ausüben darf. Mhm. Ist ja auch nicht überall selbstverständlich am Land. Und ja, auf die Nacht komme ich wieder heim, dann geht's wieder weiter. Geht's wieder das heißt, du tust Ehen stiften. Ehen stiften. Ehen stiften, ja. Ja, also du bist quasi der. Ich bin der Verursacher, nicht der Zerstörer. Ja. Du, sind die Ehen am Land, halten die länger? Sind die Eheleute glücklicher? Ob sie glücklicher sind, weiß ich nicht. Die, was ich verheiratet habe, sind alle nicht benannt. Schau da an. Bist du verheiratet? Was so lustig ist. Wenn du da uns nach Losenstein kommen würdest? Ja. Also, sonst ist es kein Problem. Aber wir haben natürlich relativ viele Single, die was dann hinten auch rein werden. Du, ich habe in Wien auch keine Schwierigkeiten, dass mir da jemand hinterher rennt. Diese Thematik hat es bis jetzt auch noch nie gegeben. Ja? Fakt ist eins, ja, was interessant, habe ich ausgehört, ich muss die Leute verheiraten? Oder nein, ich darf? Ich darf. Ah, also viel schönere Bezeichnung. Das finde ich äußerst interessant, ja. Aber du, am Land halten die Ehen schon länger? In der Stadt ist es wesentlich einfacher zu sagen, puck, ich pfeife drauf und die eigene Wege, machen wir unsere eigenen Wohnungen. Am Land hast du vielleicht eine andere Einstellung noch dazu. Du versuchst es zu kitten und wieder zu reparieren. Das ist ja nicht schlecht. Und das finde ich auch eine gute Eigenschaft, ja. Manchmal ist es natürlich andererseits wieder, es gibt immer zwei Sichten, genauso Stadt, Land, es gibt überall Vor- naja, und Nachteile. Du führst augenscheinlich eine glückliche Ehe, zumindest habt ihr 5 Dirndln, gell? Ja, bei uns sind die Winter ein bisschen länger, da kuschelt man sich gerne ein wenig zusammen. Was, nur im Winter? Nein, das war nur ein Scherz. Ich wollte gerade sagen, boy, das ist nicht glücklich, das ist aber intensiv. Schon ein bisschen ein ziemlicher Zeitrahmen, wenn ich immer auf die Winterszeit warten muss, bis mein Mankerle daherkommt und sagt, Holleretul, jetzt bin ich so weit, was mache ich im Sommer? Du, und packen die Mädels an? Also meine Mädels habe ich, sag ich mal, so erzogen, so wie eigentlich ich selber auch erzogen bin. Das heißt, mit der Landwirtschaft, da arbeitet man natürlich von Kind auf mit, man lernt einmal immer. Spielerisch fängt man mal an mit so kleinen Arbeiten, du kriegst halt irgendwelche Tiere zur Verfügung. Und auch wenn du nur Händeln füttern tust, ist ja wurscht. Meine Kinder haben das genauso mitgemacht. Oder bei uns daheim gibt es halt einfach alles, bei uns fällt halt nur ein Pipperl auf einen Ohr aus, was ja die wenigsten Österreicher sehen. Oder wenn ein Kaiberl auf die Welt kommt, das ist ja eigentlich schon eine Errungenschaft, dass das überhaupt passiert. Du, und bist du ein eifriger Kirchgänger? Kirchen gehe ich nicht so, aber mehr für den Frühschuppen, da bin ich dann schon dabei.
Weil da muss man einfach hingehen, weil das ist ja das, auch wieder Vorteil vom Land, da trifft man sich, gemütlicher, gesellschaftlicher, kann man über ein paar ausrichten, da wird ein wenig getratscht. Wenn man negativ aufgefunden ist, wird man nicht auch getratscht, das ist ja logisch. Haben es Kinder am Land besser? Ich sage ja. Siehst du? Weil es einfach viel mehr erleben, mit der Natur alleine schon. Und die Daniela sagt, nein, Kinder in der Stadt haben es definitiv besser. Hier ist die Daniela. Bist du gern bei meiner Hand? Paris, einfach so nur zum Spaß. Bist du zu den Träumen? Daniela, wir werden über andere Sachen auch noch reden, aber jetzt reden wir mal gleich über die Kinder. Weil genau. Der Ferdinand sagt, Kinder am Land haben es definitiv besser. Die wachsen in der Natur auf, die sind so erdig, die backen mit an, das sind so lustige, unkomplizierte Wesen. Und du sagst, oh. Also ich finde natürlich klar, am Land wachsen die Kinder schön in der Natur wohlbehalten auf. Aber man muss natürlich auch heute ein Kind auch etwas bieten, denke ich mal, in der Schule. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Schulisch, wie es da ausschaut, ich weiß nicht, wie sie sich weiterbilden können. Aber grundsätzlich reden wir jetzt einmal vom Grundschulalter. Da ist es wirklich nicht so tragisch, was er nachher für den späteren Lebensweg anfängt. Und da sage ich schon, dass das mit der Natur oder die Natur überhaupt kennenlernen so ein großer Vorteil ist für später. Weil das Thema Umweltschutz zum Beispiel trifft einmal jeden irgendwann. Das aber das möchte ich sehen, wenn der einen Balkon noch gewohnt hat, sein Leben lang. Du, wie der mit denen umgeht, der kann mit denen umgehen. Da hast sicher recht, aber ich denke halt schon, dass man, wenn man in der Stadt ist, kann man auch für die Kinder was tun. Ich habe selbst ein Kind großgezogen, das ist auch in der Schule gegangen, also aus was geworden aus ihm. Wir haben eine Terrasse gehabt, wir sind jede freie Minute mit dem Kind rausgefahren, sei es im Winter am Semmering. Rausgefahren! Rausgefahren! Ich bin gut zu uns aus sich hin. In die Natur. Und ja. Ich mache das auch heute noch. Du wirst das nicht glauben. Ich bin nicht gegen die Natur. Also, aber nur ich denke halt weiter, dass man halt schon ein Kind auch ein bisschen mehr mitgeben kann, als wie nur die Natur. Ich denke erstens einmal sportlich, Kunst und Kultur, Reisen, überhaupt schulische Bildung. Ich glaube nicht, dass, ich weiß nicht, wie weit haben deine Kinder, wenn die jetzt ins Gymnasium gehen oder sagst, na, die Kinder sollen die Grundschule machen und das passt und weiß ich, alle drei Landwirtinnen werden. Ich weiß es nicht. Darum frage ich dich, wie so, ist das? Na, so kann man das nicht sehen. Also schulisch ist zum Beispiel, ich rede jetzt mal von unserer Gemeinde, ist für alle der Weg offen, in jede Richtung. Also das Gymnasium ist 25 Kilometer weg. Wenn sie das einbieten, bieten sie heutzutage sehr schon viel ein bei uns auch genauso. Ja, natürlich. Aber ich sehe das nicht so als Faktor, dass die das müssen. Weil das Kind sehr von den Eltern geprägt wird und noch nicht wirklich selber entscheiden kann. Wenn ich jetzt einer die Matura nachmachen will und von mir als Arzt oder irgendwas werden will, dann kann der das mit dem zweiten Bildungsweg ja genau noch so durchziehen. Und solche Kinder vom Land, während bei uns zum Beispiel, ich kenne unsere Arbeitgeberchefs, die sind ja froh, wenn sie Kinder von einem Bauern zum Beispiel kriegen. Weil die können ein bisschen anpacken auch. Den anderen fliegt er gleich daheim aus die hin. Ja, also ich meine, du auch in der Stadt können die Leute, die Lehrlinge, egal in welcher Branche, können sie zupacken und anpacken. Also ich glaube nicht, dass das ein Kriterium ist, dass ich da wirklich am Land aber sein vielleicht muss. Meinte er auch, der Ferdinand, dieses Verwöhnte. Also die Unterschied ist Kinder am Land müssen mit anpacken, Stadtkinder müssen nicht in der Früh aufstehen und vielleicht den Stall ausmessen. Meine Kinder sehen du aber. Denen brauchen wir es nicht schaffen. Weil wenn du mir sagst, 25 Kilometer muss das Kind in die Schule fahren einmal, wenn es ins Gymnasium geht zum Beispiel, da ist man ja dann so 8, 10 Jahre alt. Das geht, wir sind 19 Uhr, das ist mit dem Zug oder mit dem Bus, überhaupt kein Problem. Ja, ich schicke halt mein Kind, muss ich da ganz ehrlich sagen, nicht mit einem Alter von 10 Jahren mit dem Zug, 25 Kilometer jeden Tag, bei jedem Wetter, würde ich nicht machen. Ich persönlich, aber... Aber es ist in der Stadt dasselbe, wenn man es durch die U-Bahnen durchschickt. Du, bei uns ist jeden, wenn du jetzt im Bezirk wohnst, egal in welchem Bezirk du wohnst, hast du sehr viele Schulen, einmal von der Grundschule, von der Volksschule und dann teilt sich ja sowieso, geht mein Kind in ein Gymnasium oder geht mein Kind in eine Sporthauptschule oder in eine Hauptschule mit Leistungsgruppen. Mittelschule. Mittelschule, genau, da hast du natürlich verschiedene Schularten. Aber ich höre da ein bisschen den Leistungsdruck aus. Den höre ich schon, dass praktisch deine Kinder, da wird Leistung verlangt. Ist es so, dass bei jedem eine Leistung verlangt wird? Ich meine, ich weiß es ja, nicht. Ja, vielleicht, da kommt man vielleicht recht haben, dass man im Land, wir sind einfach ein bisschen gemütlicher drauf, bei uns ist das nicht ganz so krass.
Stell dir vor, plötzlich auf einmal einer von deinen Kindern sagt, ich möchte eigentlich gern Sänger werden, der nächste sagt, ich Schauspieler, und der übernächste sagt, und mir wär's gern, ich würde gern Skulptur machen, und die nächste mir hat gern, ich weiß es nicht, prima Ballerina werden. Na, aus Hundehäufchen würde ich ganz gern irgendwelche wunderbaren Bilder, Skulpturen machen. So, Himmel, mir ist das komplett egal, was die werden. Bist du wirklich so offen, dass du sagst, Kinder, zieht in die Welt hinaus und findet euer Glück, und ich steh euch nichts im Weg, weil für mich ist es am wichtigsten, dass ihr euer Glück findet und dass ihr zufrieden seid. Weil wenn ich euch jetzt an da eine Barrikadier und sage, wichtig ist, dass ihr bei mir am Hof seid, weil das Vertrauen schenke ich euch, dass ihr es hinkriegt. Hast du wirklich dieses Urvertrauen? Weil du weißt ja, dass ich es... Warte, lass ihn mal ausreden. Antworten lass ich mal. Ich will, dass er die richtige Zielrichtung von mir versteht. Vertraust du so sehr deinen Kindern, weil du hast ihnen eigentlich die moralisch hast ihnen alles mitgegeben. Doch alterstechnisch sind sie genau in einer Kategorie, wo ich sage, jetzt waren sie so weit, dass sie Flüge wären. Ich kann nur so weit eingreifen, solange es erzieherisch annehmend. Wenn das dann vorbei ist, sage ich mal mit 18, 20, da nehmen sie vielleicht noch ein paar Ratschläge an, aber sonst nichts mehr. Aber noch einmal, ganz kurz nur, zurückzukommen. Wahrscheinlich meinst du eben sowas wie Ballett. Oder ja, ich meine überhaupt, dass man einem Kind natürlich auch was mitgibt, weil ich meine, es ist nicht nur so, dass ich halt... Landwirtschaft, es gibt ja Musikinstrument lernen oder ein Musikinstrument oder Kunst und Kultur, sei es, dass er sich interessiert für ein Museum oder interessiert für eine Oper oder für ein Konzert oder für ein Theater. Aber kommen wir mal zu, was du auch sagst, Daniela, Schönheit. Du sagst, in der Stadt sind die Menschen fescher. Warum ist das so? Ja, ich denke mal, in der Stadt, fescher, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht beurteilen. Er ist auch fescher, also das passt. Na, ich denke halt, dass in der Stadt die Menschen gepflegter sind und sie geben, gepflegter meine ich jetzt nicht, bitte tut's mich jetzt nicht hoch, ich meine jetzt nicht gepflegter, also die halt, wir sind einfacher. Ihr seid einfacher und in der Stadt, genau, ihr seid einfacher, genau. In der Stadt hat man halt einen Druck, wenn man jetzt arbeitet in einem Großraumbüro, weiß ich nicht, mit 35 Frauen, da muss halt jeder, da will jeder, ich meine, es ist halt so, unter Frauen eine, die andere will es übertrumpfen und daher ist es halt so, dass... Du meinst, man muss sich halt irgendwie auch stylen, wenn man in der Stadt arbeitet, weil, ja... Ja, die Firmen verlangen es eigentlich, wenn man halt bei uns auf einer Bank arbeitet oder irgendwo in der Stadt, dann verlangen... In der Innenstadt, dann verlangen es ganz einfach die Firmen, dass du gestylt bist, dass du in Ordnung die Nägel hast, dass die Zähne in Ordnung sind, dass die Haare in Ordnung sind. Aber in der Einfachheit liegt ja auch, sag ich mal, das Zauberwort. Wir sind sicher, sag ich mal, die Masse vom Land ist einfacher und geselliger und wir sind aber, sag ich mal, zufriedener. Ob es zufriedener seid, das weiß ich nicht. Ich kenne auch Ihr könnt gut gekleidet sein, ihr könnt gute Schulausbildung haben, könnt einen guten Beruf haben, Vermögen sehen, aber das bützt euch ja nur ein. In Wirklichkeit ist uns das ja eigentlich wurscht. So. Daniela, wo bist du denn groß geworden? In der Stadt oder im Land? Also ich bin in Linz geboren und Oberösterreich, in deiner Heimat. Und darum möchte ich das auch sagen, also ich kenne das wohl, also es ist nicht, dass ich jetzt da rede oder sonst irgendwas. Ich bin in Linz geboren und ich komme aus einer sehr kinderreichen Familie, also wir waren 7 Kinder zu Hause. Meine Großeltern hatten einen Bauernhof, einen Vierkanter im Müllviertel und meine Mutter, das war halt gang und gäbe, bei jeder freien Minute, sei es in den Ferien oder in den Sommerferien, dann war ich nur am Land. Und dort bin ich als junges Mädchen eigentlich schon herangezogen worden, das heißt, in der Früh aufstehen, um 5:30, Stall ausmisten, die Kühe das Heu übergeben. Ich habe bei jedem Schnittern, glaube ich heißt das, bei jedem Heugen, sagt man in Oberösterreich, habe ich mitmachen müssen und habe das gelernt und habe das auch gemacht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na Marina, ich will nie am Land eine Landwirtschaft führen oder mit einem Mann heiraten, der, also das wollte ich eigentlich dann nicht, weil das schon wirklich, ich war glaube ich, weiß ich nicht, 7 oder 8 Jahre alt, habe ich das müssen schon immer fest mitarbeiten. Also das hat dich negativ
hat mich geprägt, irgendwo negativ gespürt, ja, hat mich irgendwo, und ich wollte eigentlich... Und da wolltest du raus in die Welt. Ich wollte in die Welt, ich wollte mir die Welt anschauen, ich wollte mir mal was anderes geben. Ich meine, ich habe auch 8 Jahre in Paris gelebt und... Du hast als Kind nicht so gerne im Stall gespielt, das ist mein nächster Gast sehr wohl. Christiane spielte nie mit Puppen, dafür lieber, viel lieber im Stall mit den Kühen. Hier ist die Christiane. Dankeschön. Machst du das so nebenbei beim, weiß nicht, zu jausen, oder bist du Musikerin? Ich bin Musikerin, ja. Bist Musikerin. Mein zweites großes Standbein. Du kommst woher? Ich bin aus Abting, aus dem wunderschönen Lammertal in Salzburg. Schön. Ja, schön. Und du bist der Meinung, Landkinder haben es besser? Ja, ich bin der Meinung, eigentlich, der Hans hat mir aus der Seele gesprochen. Ferdinand. Hans. Ja. Nein. Pferdl? Der Pferdl ist es. Nein, so haben sie jetzt halt Arbeit zugekocht und haben den Namen dabei vergessen. Aber Hans Pferdl, da. Das tut mir leid. Ja. Ja, ich bin absoluter Überzeugung. Ich denke, dass die Werte, die es mitkriegen, so die Basis, das Fundament, das man eigentlich fürs Leben braucht, absolut am Land weitergegeben wird. Am Land entwickeln sich einfach die Männer und die Frauen, also die Mädels, die Burschen, zu richtigen so Menschen, die anpacken können. Die haben noch eine Gaude und einen Gemeinschaftssinn, was in der Stadt verloren ist. Ich denke einfach, das ist automatisch. Das, durch die Erziehung, durch das, dass die kleinen Kinder eigentlich so wirklich als kleine Stoppeln. Sie kriegen viel mehr mit von den ganzen Zusammenhängen, von der Natur und von allen. Ja. Und vom Vereinswesen, sage ich mal. Weil die ganzen Kinder sind ja irgendwo in die Vereine auch integriert. Können die Menschen, die Leute am Land, mehr anpacken? Ich denke einfach, durch das, was sie erfahren, wie sie aufwachsen, wie sie leben, kriegst du das einfach unbewusst mit. Das ist eigentlich ganz was Normales, dass man am Land mithilft. Dein Partner. Und durch das ist im Endeffekt dieses Anpacken, wie es das so schön formuliert, glaube ich, einfach gegeben. So das Botscherte oder der Hausverstand, sage ich mal, ist, glaube ich, besser. Also die Menschen in der Stadt lassen sich eher bedienen und die am Land machen selber? Bedienen, ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass am Stadt einfach die Rahmenbedingungen nicht da sind. Die Gegebenheiten sind anders. Im Endeffekt, wir am Land haben einfach andere Voraussetzungen, um das zu lernen. Das heißt ja nichts, dass das eine gut oder schlecht ist. Für mich ist es besser am Land, weil ich das sehr schätze, wo man anpacken kann, beziehungsweise so die Grundwerte eigentlich von aber auch das ist ja nicht das Thema, ob die Kinder am Land jetzt... Der Punkt ist, ob die Leute am Land einfach mehr zusammenhalten, mehr anpacken können, mehr, also fleißiger sind. Anpacken ist für mich schon im Sinne von Arbeit, von mithelfen, das, was man im Endeffekt tagtäglich zu verrichten hat am Land, an Tätigkeiten. Natürlich in dem Zusammenhang auch der Zusammenhalt, der im Endeffekt einfach gegeben ist, weil man muss miteinander arbeiten, allein schafft man am Land nichts. Wie er richtig gesagt, am Bauernhof und er da allein den ganzen Tag die Arbeit tun wir noch. Das Zusammenhalten ist am Land ja sowieso viel mehr gegeben, sage ich mal, weil jeder an jeden kennt. Genau. Das Anonyme von der Stadt, das. Ja, das Stadt gange die nur, wenn ich mich verstecken will. Weil ich was angestellt habe. Da muss ich dich jetzt fragen, vor wem versteckst du dich? Jetzt habe ich mit der Menschheit. Menschheit abgeschlossen, dann verstecke ich mich in der Stadt. Ja, bitte, Garschein, da muss ich schon dazu sagen, es ist eine gewisse Diskretion in der Stadt, das entspricht der Wahrheit. Nur im Lauf der Zeit findest du wieder in deinem Umfeld genau die Leute, die du wieder... Freunde, du ziehst in deinem Umfeld genau die Leute an, die für dich stimmig sind. Und dann hast du genauso ebenso Menschen, die für dich auch anpacken und zusammenhelfen. Und wenn ich sage, die Landleute, die tun sich nicht pflegen, schmoren, hey, die richten sich manchmal viel schöner her, weil die Auswahl nicht so groß ist an Männern, ja? Die müssen sich ausputzen. Aber wenn ich in den Stall ein dann werde ich mir nicht mein schönstes Sonntagsgewand anziehen, weil ich weiß, dass wenn mir die Kur vielleicht irgendwo auf... Ist vollkommen logisch, dass ich mir ja... Nein, das ist ja schon klar. Ja, ich meine, das war ja idiotisch, oder? Man, sagen wir sonst ehrlich. Ja, man tut damit... Da tut man schon ein bisschen seine Gehirnwindung einschalten, ja? Ich meine, aber wenn ich mir so eine Puppele anschaue, dann sage ich, ja, Himmel, Arsch und Zwirn, ich muss das Wort schon wieder mal zurücknehmen. Aber das darf, zum Glück kommen alle an den Hintern, weil sonst dann wissen wir nicht, wie aufs Klo gehen sollen, ja? Ja, Daniela, hättest du gerne einen Mann, der so richtig anpacken kann? Die findet man am Land. Du anpackst, ich meine, und ich findest ihn am Land und in der Stadt. Also wenn einer anpackt, wenn heute einer handwerklich begabt ist und alles zupacken kann. Aber hast du den lieber, den handwerklich Begabten?
Du, es ist mir oder hast du lieber den Mann, der dich in die Oper ausführt, aber du, keine ich bin wahrscheinlich anders gestrickt. Ich habe es lieber, weiß ich nicht, wann der muss jetzt nicht anpacken. Also ich meine, ich habe es ganz gern, wenn er es kann, aber wenn er es nicht kann, ist auch keine Affäre. Wir werden gleich ein Pärchen kennenlernen, die als sich... Meine Lieben, ich kündige meine nächsten Gäste, wir machen ein kleines Päuschen. Wir werden. Lydia, ja? Lass mich jetzt aussprechen. Wir werden gleich ein Pärchen kennenlernen. Für Sie, eine Städterin, war es regelrecht ein Kulturschock, als sie aufs Land gezogen ist. Aber für die Ländler wahrscheinlich auch. Bis gleich. Am Donnerstag wieder da, die Helden der Berge. So sieht wahre Liebe aus. Tja, noch. Sieht Mucke wie die Dose, dann weiß es noch nicht. Neue Einsätze für Hans Siege. Er ist der Bergdoktor. Ab Donnerstag, 20.15 Uhr, ORF 2. Das ist mein Thema heute Nachmittag. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, wir haben drei Vertreter vom Land, wobei eine quasi abtrünnig geworden ist. Lüde ist in die Stadt gezogen und für Daniela käme ein Landleben nie in Frage. Und Sie möchten was sagen? Ja, ich möchte sagen, ich höre die ganze Zeit anpacken. Ich glaube, es kommt auf den Menschen an, egal ob in der Land, am Land oder in der Stadt wohnt. Gut, hätten wir das geklärt. Ja. Danke. Wir haben vorhin ein bisschen angerissen die Schönheit, Christiane. Und da hat die Daniela gesagt, in der Stadt ist es einfach wichtiger, schön zu sein. Und vor allem, es gibt mehr Möglichkeiten. Ich denke, dass die Leute am Land sich auch schön zusammenrichten und zu einem Festl gehen, dass sie sich auch außer putzen, weil das, glaube ich, hat einfach mit Eitelkeit was zu tun, mit dem Stolz, den jeder für sich, glaube ich, hat und in Anspruch nimmt. Natürlich, wenn ich im Stall bin, ist ganz klar, dass ich mir meine Arbeitsgewohnheit anziehe, aber das tut jeder andere auch, wenn er in die Arbeit geht, dass er im Prinzip... ja, vielleicht nicht ganz so sauber beieinander ist, aber ich denke, da sind wir am Land. Stehen wir nichts nach, oder? Kommt dafür, dass es unsauber war. Nein, das hat überhaupt nichts mit unsauber zu tun, aber ich meine, generell ist es so, wenn du in der Stadt arbeitest, musst immer, wenn, weiß nicht, auf einer Bank oder egal wo, da musst du gestylt sein. Dann ist gehst, bei uns aber auch so. Also Bankangestellte, ja, oder wenn ich mir denke, so Versicherungsvertreter denk ich oder Lehrer, muss man auch natürlich einfach angepasst gekleidet sein. Ich denke, das ist ganz was Normales. Natürlich. Genau. So wie man sich kleidet. Ich gehe ja sowieso täglich auch im öffentlichen Dienst arbeiten. Also Ich kann sowieso nicht so kommen, wie wenn ich in den Stall drinnen bin. Daniela, was kommt denn bei einem Mann überhaupt nicht in Frage bei dir? Was darf er nicht haben? Ich bin zum Beispiel eine Golferin. Ich könnte mir nicht vorstellen, einen Mann an meiner Seite zu haben, der kein Golfer ist. Das wäre ein No-Go. Optisch? Was darf er nicht, optisch nicht haben? Du, optisch zum Beispiel darf er, er muss ein gepflegter Mann sein. Das ist einmal für mich ganz wichtig. Das heißt, gepflegt, schöne Zähne, kein Bart, schöne Hände, gepflegt halt ganz einfach. Rauchen darf er auch nicht? Rauchen auch nicht, genau. Mhm. Weil ich habe mir vor 5 Jahren das Rauchen abgewöhnt und das erwarte ich mir auch, dass ich, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ein Raucher. Also, keine Ahnung, welche Voraussetzungen Käthe so hatte und Fritz außerdem. Die beiden haben sich kennengelernt. Für die Käthe war es ein Kulturschock und für den lieben Fritz nicht minder. Hier sind die beiden. Hallo. Käthe, warum war das für dich vor 50 Jahren ein regelrechter Kulturschock, als du Wien verlassen hast? Naja, 1962 war halt doch in Wien schon einiges an Wohlstand. Und wie ich ins Burgenland gekommen bin, war das halt dann noch sehr... Man glaubt, man ist in Rumänien. Ja, noch zurückgeblieben. Und wir hatten zu Hause schon Kühlschrank und Waschmaschine. Und im Burgenland gab es das alles noch nicht. Und dann war ich als die Frau Lehrer, die anderen waren alle per Du,
auf der Straße, ich bin gegangen, alle, grüß Gott, morgen und so weiter. Du warst eine Respektsperson. Ich war die Respektsperson, natürlich blutjung. Und mir ist das sehr schnell auf die Nerven gegangen, weil ich doch irgendwie die Außenseiterin war. Dann war ich in der Schule in Wien, haben alle einen anderen Namen gehabt. Da hat es auf einmal lauter Mansberger gegeben und lauter Dreitel. 10 Mansberger, 10 Dreitel, 10 was weiß ich, Bauer und so weiter. So, und da habe ich mich jetzt einmal durchkämpfen müssen. In der Kirche hat man stehen bleiben müssen, bis sich die ersten einmal niedergesetzt haben, weil da hat es die bezahlten Plätze noch gegeben. Mhm. In Wien hat man sie niedersetzen können in der Kirche, da habe ich stehen bleiben müssen. Der Pfarrer ist reingekommen, dann habe ich mich endlich niedersetzen dürfen. Also lauter so Dinge. Also du wärst schon längst weg gewesen, wenn du dich nicht verliebt hättest. Das war nicht, das hat gar nicht so lange gedauert. Also zuerst war mir der gute Knabe ja vollkommen wurscht. Aber ein Auto gehabt. Nein, ich habe einen Job gehabt und das erste Geld. Und das erste Geld. Also, aber das war am 1. September 1962 war ich das erste Mal in Pötzsching. Am 8. September 1962 habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Und am 4. Oktober waren wir schon miteinander fort. So schnell geht's. Fritz. Ja. Fritz, du warst der Vermieter, oder? Ja. Das heißt, sie hat bei dir gewohnt? Ja, ich war bei ihm in Untermitte. Ein Zimmer gehabt und sie war vorher im Gasthaus und irgendwie hat sie das dann ergeben. Der Gastwirt hat gesagt, ja, schau drüben, die Brasikern, die haben ein Zimmer, kommt günstiger. Und man denkt, na ja, ich gebe das Zimmer, habe ich dann nicht so weit. Ich bin heimgefahren, habe gesagt, die Sache ist geritzt, sagen wir mir ein Haus her und passt schon. Nicht? Nichts gedacht, überhaupt nichts. Und dann, das übernächste Wochenende, haben mich meine Eltern dann rausgebracht ins Burgenland und da war eine Freundin von mir dabei. Und die hat ihm schöne Augen gemacht. Haben wir gedacht, hey, was heißt das? Und da hat sie das erste Mal, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht. Komisch. Na ja, gut, aus. So, Schwamm drüber. Ja. Und na gut, dann sind wir miteinander ausgegangen, na ja, ja. Das drumherum. Na was, dann ist schnell gegangen. Es ist relativ, ja, rasch. Na, warum, der war ja schon überwurzelt, der war ja schon 27 Jahre, der war ja schon fällig. Schon überreif. Ich meine, das ist ja schon lange her, nicht? Also damals waren ja Männer mit den Alter waren ja schon Überstand. Eher... Ja, genau. Aber du... Überstand. Warum ist es kein Städter geworden? Das Ganze ist irgendwie parallel gegangen. Also nicht nur jetzt er, also schon natürlich ein bisschen auch. Schon. Aber ich habe mich auch ganz, ganz rasch, also auch in dieses dörfliche Leben... Integriert. Verliebt und integriert. Mir hat das wirklich, also mir das fasziniert, dieses Miteinander, dieses, der Ferdinand hat das so beschrieben und auch du. Also, man kann in einem Dorf ganz anders leben. Mit den Leuten, wenn es einem am Anfang ist, mir am Nerv gegangen, die alten Weiber hinter die Vorhänge, alle was gequatscht haben. Und die haben mir schon Kinder andividiert. Ja, es war so. Aber ich habe mich in das so rasch verliebt. Und ja, es war toll, es war ganz einfach und ich wollte einfach da mittun. Naja, und nach Wien, Fritz, nach Wien, wer? Nee. Ja, meine Eltern haben ja nach wie vor in Wien gelebt. Ja, du bist dran. Bitte. Typische Frau Lehrer, gell? Ich habe mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht, dass ich jemals nach Wien reinfahre. Und dann haben wir ja fast ein bisschen gesprochen, aber war es günstiger. Berufsmäßig hast du mehr Chancen, du hast mehr Einkaufsmöglichkeiten. So gewisse Sachen sind. Aber wenn ich das dann gesehen habe, die Hektik und die Rennerei, wie die Leute hin und her buhren, habe ich gesagt, na danke, bleibe lieber draußen. Die Geschwindigkeit ist in der Stadt schon um einiges höher. Es ist generell, glaube ich, jetzt gesellschaftliches Phänomen, dass sowieso mehr Druck und mehr Leistung gefordert ist von allen. Aber ich finde auch, dass in der Stadt noch viel mehr Hektik ist. Und am Land hat man trotzdem die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit
zu sich zu finden, weil man einfach gleich in der Natur ist und gleich. Gut, aber ich meine, früher ist ja im Burgenland kaum ein Auto, wahrscheinlich auch in Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, wurscht, sind ja keine Autos durch die Straßen. Das ist, weil da war ja nichts. Da waren die Gänse noch, als ob ich klein war, da war ja nichts. Aber jetzt ist die ganzen jetzt Dörfer, ja, das sind schon kleine Städte natürlich. Ja, und das will ich sagen, das, was die Daniela sagt, das stimmt ja überhaupt nicht. Also entschuldige bitte, dass ich dir das sage. Du redest so viel Quatsch vom Landleben. Das ist wirklich Quatsch. Ja, warum? Sagen wir, die Schulen sind erreichbar. Die Kinder können in die Schulen gehen. Die Kinder haben jede Möglichkeit, etwas zu denken. Und mit Anzug sein. Die Leute am Land sind doch meistens viel schöner Anzug. Schau mal in einer U-Bahn, wie die Leute daherkommen. Das ist ja grauenhaft. Ja, da hast du recht. So, da muss ich dir schon recht geben. So, das finde ich schon richtig, ja? Und glaubst du, bei uns gibt es keine Banken und keine Versicherungsvertreter und so weiter? Glaubst du, die kommen mit Steuern? Entschuldige, ich bin um 9 Jahre älter wie du. Schau ich so viel unmöglicher aus wie du? Nein, um Gottes Willen. Also bitte. Ich glaube sogar, die Qualität, weil die Schulen angesprochen worden sind, ich glaube sogar, dass am Land die Qualität höher ist, weil erstens sind nicht so viele Kinder, der Lehrer kann sich mit den Kindern viel besser beschäftigen, es ist viel individueller eigentlich das Programm, das wir gestalten. Aber die ganzen Privatschulen, die englischsprachigen, hast du am Land nicht? Ja, aber ich muss dafür nichts zahlen, dass mich der Lehrer quasi individuell behandelt und auf meine Schwächen eingeht. Und natürlich habe ich noch zusätzlich die Rahmenbedingungen, die Natur, die Gegebenheiten, die ich alles nützen kann für den Unterricht. Ja. Und da muss ich sagen, finde ich, ist die Qualität auf jeden Fall besser. Ja, aber ein Lycée, französische Schule, eine englische Schule, das hast du alles nicht. Italienischer Kindergarten, wo hast du das am Land? Aber wie viel können Sie das in Wien leisten? Ja, wer kann das leisten? Ich wollte gerade sagen, das ist ja... Leisten. Da muss ich mir jetzt aber schon ein bisschen einklinken. Entschuldige. Da muss ich jetzt ein bisschen Daniela jetzt schon in Schutz nehmen, weil ich glaube, da hat sie ein bisschen zu wenig weit ausgeholt. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel weniger finanziell beducht bin oder jetzt an ältere Altersgruppen, wie viele Möglichkeiten gibt es zum Beispiel für Pensionisten, die für wenig Geld tolle Kurse belegen können, zum Beispiel 50 verschiedene Sprachen für wenig Geld, und am Fitnesskurse gleich um die Hausecken. Ich weiß, Süße, lass mich ausreden. Zuckerpuppe, du bist so ein Puppe. Ja. Aber lass mich wohl dann ein bisschen. Ja. Lass mich eine stürmen. Komm, gib mir die Chance. Und vor allen Dingen Theaterbesuche. Selbst wenn jemand sagt zum Beispiel, okay, ich bin jetzt in einer Altersgruppierung, kann man es eventuell nicht mehr leisten, dass ich sage, ich gehe gerne in eine Oper oder ins Theater. Es gibt bei uns Kulturpass, wo du gratis ins Theater gehen kannst. Und zum Beispiel in den Opern. Du musst nur informiert sein. Wenn du in deinem unmittelbaren Umfeld Leute hast, die mit dir reden und durchs Reden kommen Leute zusammen, hast du wirklich die Möglichkeit. Glaubst du, dass es am Land nichts gibt? Was? Glaubst du, dass es am Land nichts gibt? Oh ja, solche Sachen gibt es auch. Vereine, es gibt sportlich alle Möglichkeiten. Es gibt sämtliche Musikinstrumente, die werden von dir verbraucht und von der Tradition. Kannst du in sämtlichen Vereinen Mitglied sein? Oh ja, Engelchen, also, das war's. Nein, weil du das jetzt so dargestellt hast, wenn es am Land nichts geben würde. Am Land gibt es das alles, aber zum Beispiel ohne Auto bist du dann aufgehört. Wenn ich mir jetzt dann sage, zum Beispiel, stell dir vor, sie hat jetzt zum Beispiel kein Auto und mich hat gern mobil irgendwo hinkommen, du kommst mit der U-Bahn überall hin. Meine Lieben, die Frage ist auch, ob die Männer am Land mehr Schmäh haben, Kate. Also von meinen kann ich das hundertprozentig bejahen. Also wir zwei haben noch 49 Jahre noch über unsere Garde miteinander. Ja. Ihr seid eine sehr laute Familie, gell? Ja. Tut sich auch viel streiten, ne? Also, streiten nicht, aber also, wir tragen unsere Konflikte immer gleich aus. Ja. Lautstark. Wenn der Franz nämlich in die Stadt will, dann braucht er 10 Minuten und wohnt aber am Rande Wiens, quasi am Land, aber immer noch in Wien. Hier ist der Franz. Du hast schon ein Auto. Ja, freilich. Ja. Motorrad, alles, was willst. Alles, was ich will. Und trotzdem brauchst du nur 5 bis 10 Minuten, wenn du in die Stadt möchtest. Ja, ich wohne in Simmering, ja. Wenn ich in Simmering einsteige in die U-Bahn, bin ich in 10 Minuten am Stephansplatz. Und Simmering ist quasi für all jene, die es nicht wissen, ein ländlicher Außenbezirk? Richtig. Simmering ist ein Außenbezirk. Ich habe selber einen landwirtschaftlichen Betrieb und ich weiß, was er meint, ja. Und
Moment, du hast einen Landwirtschaftlichen Betrieb? Ja, ich habe einen Gartenbaubetrieb. Und ich weiß, was Land heißt und ich weiß, was Stadt heißt. Aber alles teure nicht mit ihm, mit den Meinungen. Ja, ich muss schon ein bisschen dagegen reden, wenn er sagt, die Leute am Land arbeiten mehr. Ich habe zwei Töchter und die sind nicht in meine Fußstapfen. Ich hätte gern geglaubt, dass sie einen Betrieb übernehmen. Die eine hat ein Floristengeschäft und die arbeitet alle Tag, kann ich nur sagen, und einen führenden Betrieb da in Wien. Ich habe selber eine Landwirtschaft, einen Gartenbaubetrieb und wir hängen drinnen in die Glashäuser. In die Glashäuser, ja. Wenn es da hat 45 Grad, 50 Grad, ja, und wir müssen unsere Ware ernten. Und da kannst du schon sehen, was los ist. Da werden viel davon rennen. Also du bist ein Städter, der anpacken kann. Ja, das musst du ja kennen. Wenn du so einen Betrieb hast, geht es nicht. Ja, aber bist du, in deiner Situation bist du in der Diskussion eigentlich auf unserer Seite in Wirklichkeit. Nein, aber ich gehe nur, wenn du sagst, gegen die Stadt. Die Leute in der Stadt arbeiten auch, glauben wir ja, das. Ja, das ist eh klar, dass die arbeiten auch. Sonst gibt es nichts. Aber wir diskutieren da nicht. Wien gegen Land, sondern nein, Stadt gegen Land. Weil es um die Kinder gegangen ist. Weil die haben gesagt, ich hab gesagt, die Kinder können am Land mehr anpacken. Meine Menschen, ich sage es jetzt einmal so, die waren 5, 6 Jahre, wir sind in die Glashäuser gewesen, da hat jeder eine Scheibe drucken gehabt und hat beim Rasiziehen, ja, aus der Erde, also die haben mitgearbeitet mit 5, 6 Jahren. Ich sehe dich ja, da ist nicht ein Städter. Ja, ich bin aber ein Städter. Da, ja, weißt du, wenn ich innerhalb von Wien, ja, die Wiener Grenzen lebe. Aber Wiener sind schon stolz drauf, gell, dass sie Wiener sind. Ja, ich sage euch was, Wien, jetzt nichts, die anderen Bundesländer sind auch super. Ich fahre gern Tirol, ich fahre gern ins Burgenland, zu euch runter, alles in Ordnung übrig. Aber Wien ist eine eigene Atmosphäre, das kriegst du nirgends auf der ganzen Welt. Wenn du in Wien wohin gehst, warum sind denn so viele Wiener, als ob ein Land reinkommt und wären Wiener? Oder die Reisen, wo sie reinkommen, die Ausländer. Ich bin am Wochenende mit dem Motorrad so durch Wien durchgefahren. Was wir da der Leute haben, was da herkommen und auch Geld abbringen, ja, das muss ja alles leben. Das hat, Wien hat 1,8 Millionen Einwohner, ne? Das muss ja der Halten auch werden von irgendwas. Na, und wo sind die Kinder lieber? In der Natur, im Wald oder am Spielplatz in der Stadt? Das ist verschieden, es kommt aufs Kind an. Manche Kinder, die sagen, nein, ich will nicht, ich gehe lieber auf die Donauinsel, da kann ich Rall fahren oder da kann der andere sagen, nein, ich gehe lieber mit meinem Papa Schwammerl suchen in Steiermark. Es kommt rein auf das Kind an, wie sich das Kind gibt. Du kannst gut, aber Franz, ein bitte. Kind, das quasi so wie die Kinder von Ferdinand am Land aufwächst, ja. Ja, wo die Natur vor der Nase ist, ja, die ja. braucht nur rausgehen und ist mitten in der Natur. Richtig. Das ist was richtig. Anderes, als wenn man sich ins Auto setzen muss und irgendwo in die Natur fährt oder in die, weiß ich nicht, U-Bahn setzen muss und rausfahren muss. Oder ja, in du hast vollkommen recht, Barbara. Aber das Kind vielleicht hat es einmal verlangen, dass er mal in die Stadt auch will und dass er sich was anschaut. Schon, die Basis kriegt sie im Endeffekt trotzdem am Land. Sicher hat es, ja. Nachher ist es natürlich, kann man dem Kind sollte man ja nichts gegen, in Weg aber legen. Jeder sucht sich seinen Weg. Jeder sucht sich seinen Weg. Der eine will das, der andere will Friseur werden, der andere bleibt am Bauernhof. Ja, aber die gesunde Basis haben sie ja trotzdem. Gesund, na sicher, ist gesund draußen. Das Land ist immer gesund, da brauchen wir nicht reden. Ja. Daniela, erkennst du so Landpomeranschen in der Stadt, die so gestylt sind und man weiß genau, die sind auf dem Land? Du. Also mir und Herrn Fiat. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also da habe ich. Du, natürlich, klar. Ich meine, ich trage selber ein Dirndl in der Stadt. Also da wird man auch irgendwo immer wieder angeschaut, wenn ich jetzt mit dem Dirndl durch die Kärntner Straße gehe. Wobei Dirndl ist schon so modisch. Aber heute natürlich mit dem Dings, ja, trotzdem. Aber trotzdem schauen die Leute. In der U-Bahn, wenn du fährst, mit dem Dirndl schauen sie. Aber die Frage ist nicht mehr, wer ist der urechte Wiener? Weil ich meine, es sind doch lauter Zugrasler. Ja, ja, genau. Es ist ja, wenn du, wo findest du noch einen echten, Steinmark, wirklich echten Wiener? Nein, mit langer Tradition, Wiener. Wo die ganze Familie... Es sind ja viele Wiener von Waldviertel runtergekommen. Ja. Ja. In die ja. Burgenland auch, ja. Sind ja wahnsinnig viel rein, weil mein Vater ist ja auch zum Beispiel... Ja, ja. Die Burgenländer sind in Ordnung, ich lasse nichts kommen, Werner, das sind Spitze. Ja. Ja, pass auf. Genau. Ist eingekesselt. Ja, aber dann steckt ja eigentlich die Basis trotzdem ja, immer wieder am Land. Ja, sicher, das sind ja die Urwurzeln, von wo ja. sind die alle herkommen? Das sage ich ja, eigentlich, das ist ja eigentlich das, was uns wurzelt. Viel, was ein bisschen verbebern ja. sind sie umgekommen ja. und was weiß ich alles. Nicht? Ja. Das hat ja früher alles noch Landwirtschaft, die Mutter war das, sage ich jetzt einmal so. Von da ist ja alles rausgekommen. Und oder hat irgendwas dagegen? Ich sage, das ist ja so. Du, und du sagst auch etwas sehr Interessantes, du sagst, Städter sind sozialer. Man hört doch immer am Land den Gemeinschaftssinn. Warum ja, das hast du in der Stadt auch, du. Das hast du in der Stadt auch. Gemeinschaft. Die Städter sozialer sind, das möchte ich jetzt wissen. Soll ich sagen? Es kommt darauf an, wie du mir du entgegenkommst. Wenn du mir du freundlich entgegenkommst, wirst du nie ein Problem haben. Wenn du einen erwischt, ja, der was... sitzt, der ist am Land, genauso sitzt er und lässt sich nicht beeinflussen, als wird erwischt dann, ja, der ist nett, auf den gehst du zu, mit dem kannst du reden.
Ja. Und also du hast ja weit mehr Menge. Du hast weitaus mehr Menge in Wien. Menge, ja, aber natürlich am Land kennt man ja die Leute und aus dem Grund helfen sie da schon zu. Aber du hast am Land auch die, die nicht reden wollen mit dir. Sicher, aber ich sage einmal, man kennt sie trotzdem. Aber und man das kann nicht lang, der redet irgendwann einmal. Der kommt dazu, zur Gesellschaft. Aber ich wollte gerade das Thema ansprechen, die Familie am Land. Ist noch mehr Zusammenhalt, es gibt doch noch eher die Großfamilien wie in der Stadt. In der Stadt leben die Eltern allein, wenn dann die Kinder schon erwachsen sind. Die Kinder extra und so weiter. Am Land, wir zum Beispiel, wir sind noch so ein bisschen die typische Großfamilie. Schön. Bei uns ist noch, ja, wir sind noch in einem Haus, also natürlich getrennt, ganz klar. Aber da eine Familie. Und man kennt eigentlich wirklich zusammen. Und man sieht sie, man sieht sie ständig und so weiter. Gemeinsames Mittagessen, ja. Nein, das gemeinsame das gibt es nicht. Aber wenn irgendwas ist, wenn die Kinder, da weil sie in die Schule gegangen sind und so weiter, dann bei mir gegessen oder bei uns gegessen. Oder jetzt, oder auch von der Tochter die Kinder und so weiter. Also es gibt noch diese Familie, diese Großfamilie und so. Was aber in der so, Stadt aber nicht so, mehr so gibt. Das Bild, um noch einmal zurückzukommen, nur die Leute vom Land können noch richtig anpacken. Ich glaube, das kommt schon auch von daher, weil am Land gibt es halt meist nur so Berufe, wo man anpacken muss. Da ist der Landwirt, der Gastwirt, das sind so Berufe, da muss man was tun. Und in der Stadt, entschuldige, der Bankbeamte muss halt nicht wirklich so anpacken. Ich meine, da muss er wahrscheinlich Nervenstärke beweisen. Das von den Rahmenbedingungen abhängt. Wenn ich geboren wäre jetzt in der Stadt, wäre ich anders aufwachsen, wenn ich an Land aufwachsen. Ja, Land ist einfach so, dass die Rahmenbedingungen dementsprechend sind. Und darum wachse ich auch so auf. Und aus dem Grund glaube ich schon, dass die am Land einfach anders aufwachsen. Aber wisst ihr, was schön ist, dass man sich das heutzutage jetzt wunderbar aussuchen kann, wo man leben möchte. Ja, das ist schon schön. Schön, genau. Dankeschön, ihr Lieben. Danke. Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden, sagte einst John F. Kennedy. Also, liebe Zuschauer, geredet haben wir genug. Jetzt werden wir die Ärmel hochstrecken und anpacken. Los geht's. Viel Spaß beim Watschentanz. Baba. Es gibt da dieses eine Lebewesen, das ist Ihnen unheimlich wichtig, nämlich das Wichtigste. Und das ist Ihr Haustier. Dann sind Sie bei uns richtig. 0991 0098.